Moin zusammen! Wie ihr ja vielleicht schon wisst, haben wir Anfang diesen Jahres, also diesen Jahres 2024, haben wir über das Album, über das Debütalbum von der Band Dominum gesprochen, ausführlich. Und ich habe das Album tatsächlich komplett durchreviewt. Das ganze Ding ist auch verdammt gut weggekommen bei mir. Und zu dem titelgebenden Song Hey Living People gibt es auch ein Musikvideo. Und ich finde, wer es noch nicht kennt, dem sollte man das natürlich nicht vorenthalten. Und das sollten wir uns mal, oder das werden wir uns jetzt zusammen anschauen und mal schauen, was da so los ist in dem Video. Der Song als solcher ist schon sau gut weggekommen damals. Also der hat von mir einen Zehner gekriegt. Und mal gucken, ob das Video genauso rankommt. Auch wieder aus dem Hause Napalm an der Stelle. Ich finde einfach direkt schon am Anfang so genial das ganze Optische, was sich der Sänger einfallen lassen hat. So dieses Thema, diese Persona Dr. Dead, der so den verrückten Wissenschaftler mimt mit dem Zombie-Thema. Das ist schon ganz cool. Es ist jetzt gerade nicht neu erfunden, aber ich finde, in dem Kontext hat das geil aufgezogen. Also das sind für mich bis jetzt die absolut aktivsten und absolut hektischsten Zombies, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Aber ich find's geil. Kann ich zu dem Song noch eine kleine Story, eine kleine kurze Anekdote erzählen. Es gibt einen Künstler auch auf Twitch, der nennt sich Rechteck ohne Ecken. Der ist ein E-Geigenspieler. Und neulich mal im Stream, da hatte er sein eigenes komponiertes da so, ja, im Stream halt so ein bisschen Countdown gemacht und so. Und da gab's, oder er macht halt sonst immer so in seinem Twitch-Stream, spielt er Songs nach, die, also Songvorschläge quasi nach. Der hat wohl das absolute Gehör, das heißt, er kann sofort entsprechende Melodien damit drauf spielen. Spielt E-Geige schon 20 Jahre lang und so weiter. Also richtig, richtig guter, talentierter Mensch. Und hatte da ein kleines Glücksrad-Ding laufen lassen und tatsächlich, meine Wenigkeit, mit unserem Laber-Allianz-Kanal hatte die richtige Zahl getippt und dann durfte ich mir einen Song wünschen und dann hatte ich ihm auch diesen Song vorgeschlagen, Hey Living People. Und das hat der, also der hat sich auch das Video rausgesucht und hat dann auf der Melodie dann sein Geigenspiel dann draufgelegt. Das war so genial. Und also ihr kennt ja alles, so S&M von Metallica und Co. Und er legt einfach auf alle möglichen Melodien, egal ob das jetzt Metal ist, ob das Rock ist, ob das Pop, egal was es ist. Er kriegt alles hin und er macht alles wirklich noch eine Spur geiler. Also richtig, richtig stark. Und das hat er bei Hey Living People auch gemacht und das ist eine so geniale Version draus geworden. Also absoluter Hammer. Aber jetzt, wir machen weiter. Ich finde das auch so genial in dem Song. Da ist so eine richtige, also in dem Refrain, in dem einfach so eine richtige Dramatik reinzupacken vom Melodiösen, aber auch vom Gesang, so richtig on point, richtig Vollgas zu gehen, finde ich so stark. Ich
Ja, auch das ganze Setting einfach super stark gemacht. Bisschen schwierig, wie ihr die da zusammennäht. Schon spannend fertig gemacht dazu, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, wer die Kulisse vielleicht kennt, Moviepark Bottrop ist es tatsächlich. Und aber hat sich aber doch was überlegt. Also es ist am Ende des Tages vom ganzen Konzept, Zombies und Co., ich sag mal, spätestens seit Walking Dead ist das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber ich finde, er hat es geil gemacht, geil aufgezogen, dieses ganze Ding aufzubauen. Und auch in dem Album ist tatsächlich so eine Art Konzept auch wirklich rauszuerkennen, so ein bisschen diese Story, was hier der Dr. Dead, dieser Protagonist, da entsprechend so alles macht und nicht und vielleicht auch nicht machen sollte und alles so ein bisschen, wirklich so ein bisschen storymäßig aufgebaut. Also muss ich sagen, er hat es, wie gesagt, nicht neu erfunden, aber hat es so gemacht, dass es schon cool und kultig geworden ist. Also gefällt mir persönlich sehr gut. Ich bin echt wirklich, wirklich Fan von. Und von daher auch das Video dazu finde ich also genauso cool gemacht. Hat halt was. Ich find's geil. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, schaut euch gerne noch ein anderes Video von uns hier auf dem Kanal an. Wir haben ja Vlogs dabei, wir haben noch andere Reacts dabei. Die Podcast-Folgen als solche sind auch auf dem YouTube-Kanal zu finden. Und ansonsten bleibt wie üblich nur zu sagen, Daumen hoch machen, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar drunter setzen und gerne auch den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten, ja, schaut euch gerne noch ein Video an und ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut, ciao.